Vergrößern, Verkleinern. Antonia Lotner ist die Nummer 140 der Weltrangliste. Urheberrecht Getty Images. Antonia Lotner verpasst beim WTA-Turnier auf Mallorca den Einzug in das Viertelfinale. Die 21-Jährige unterliegt nach großem Kampf einer Lettin. Tennisspielerin Antonia Lotner hat beim WTA-Turnier auf Mallorca den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die 21-Jährige musste sich nach großem Kampf über 1:33 der an Nummer 3 gesetzten Anastasia Sevastova, Lettland, mit 6:1, 3:6, 1:6 geschlagen geben. Einzige Deutsche im Viertelfinale ist damit Tatjana Maria. Die 30-Jährige trifft am Freitag auf die an Nummer 7 gesetzte Tschechin Lucy Safarova, die gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Viktoria Azarenka, Weißrussland, 6:3, 6:4 gewann. Für Lotner wäre es der zweite Einzug in ein WTA-Viertelfinale in Folge gewesen. Punkt. Bereits beim Turnier im niederländischen S-Hertogenbosch in der vergangenen Woche hatte die Düsseldorferin die Runde der letzten 8 erreicht.